Ich war nicht mal online! Warum sind deine Hände dann so dreckig? Weil ich gerade im Garten ackern war! Wer ist Osman? Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren YouTuber-Insel-Folge hier auf meinem Hauptkanal. Leute, in der heutigen Folge stellt sich endlich heraus, beziehungsweise wir erhoffen herauszufinden, wer die Schilder gemacht hat. Aber wir haben einen potenziellen Verdächtigen, der heute auftaucht. Und ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, denn es wird sehr, sehr brenzlig und es kommt wahrscheinlich sogar zu einem Fight. Freunde, gönnt auf ihr ein Abo, ein Like, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, let's go! Freunde! Bro, was war das denn? Ich werd gejagt! Ich werd gejagt! Hä? Was war das? Jungs, ein Dino! Hast du das gehört? Bro, das ist ein T-Rex! Oh, ein T-Rex! Renn. Ein T-Rex! Ey, Bro, komm, ins Haus! Tut mir leid! Bro, ins Haus! Kommt alle ins Haus! Nein, wir sind tot. Oh mein Gott! Wir sind alle tot. Oder ins Wasser, einfach ins Wasser! Oh mein Gott, ich komme nicht ins Wasser. Ey, wie machen wir das jetzt? Wo tauchen die jetzt aus dem Nix auf, Alter? Holy shit. Bro, was passiert hier gerade, Leute? Ich glaube, Denergy wird das nicht überleben. Hallo, Schmocki? Lukas, hallo? Du bist es. Wo ist Denergy hin? Bro, ich werde von 70 Dinosauriern angegriffen. Hallo? Warte, wir müssen Schmocki helfen. Wo ist Schmocki? Schmocki, wir kommen. Hey, ich bin hier ins Haus geflüchtet. Ich lebe noch. Hi. Bro, wo bist du? Bist du oben? Nein, ich bin unten in unserem Haus und vor meinen Augen sind zwei Utahraptoren. Alter, okay. Was geht denn hier, Bro? Hä? Warte mal, wem höre ich da? Das sind drei! Bro, sind wir killen ihn, ich kill ihn. Tschüss! Bitte. Ich hab den ersten gekillt, erster tot. Auf. Wo ist der nächste? Hilfe! Der ist hier vor meiner Tür. Ja, Hilfe. Mann, komm einfach angreifen, hab keine Angst. Hilfe! Los, wir haben hier noch einen Zuschauer. Bro, wer ist das denn? Let's go, Lila! Let's go! Alter, ist das M zu dem BK? Was geht? Bro, lang nichts gehört, was geht? Ich bin hier gerade auf schnellen Tritt und Schritt. Jungs, ich bin gejagt! So. Auf schnellen Tritt und Schritt. Von wem wirst du gejagt? Ja. Hä, ist das Energy? Was geht? Der Utahraptor! MBK! Alter! Los, 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 Angriff! Wir holen jetzt zu dritt! Die Dino-Krieger holen das, easy! In die Füße! Guck mal, er ist gleich tot. Ich kämpfe auch gegen den Dino mit, Jungs. Ey, du brauchst nicht gegen kämpfen. Oh, okay. Okay, GG's. Ja. Sehr stark. Let's go. Sehr stark. Oh, stark Jungs, gemacht, danke für die Hilfe, Alter. Es tut mir leid, dass die Dinos hier herbekommen haben. Hier. Danke für den Fall, hey. Warte mal. Was machst du denn hier, Denergy? Was willst du hier? Ich wollte eigentlich die Bäume abbauen, aber dann habe ich auf einmal einen Dinosaurier Rex gesehen und dann was war ich hier? Dinosaurier Rex, Bro, hast du Spezies? Ja, das ist der Dinosaurier Rex. Dinaurius Rex. Ah ja, ich habe den gehört. Ja, und ja. Hey Goka, hast du meine Nachricht erhalten? Ja, ich habe deine Nachricht erhalten. Ich dachte nicht, dass ich dich hier treffe. Was war denn das? Also warum? Was habe ich denn getan? Du hast mir irgendwie 5 Schilder gemacht und da stand irgendwie, yo, Denergy, warst du das? Wenn ja, dann melde dich. Du bist ein Verräter. Bro, Lukas und ich sind letztens hier einfach angekommen und bei uns in der Base hier standen 5 Schilder mit, also Drohungen mäßig dran. Was? Und dann habe ich mit Lukas geredet und Lukas meinte, ihr hättet da ein kleines Problem, was sich aber geklärt hat. Und als potenziell Verdächtiger wärst du der Einzige, der in Frage kommt. So, und jetzt sind wir Dino-Krieger hier zusammen und fragen uns, was du willst. Jungs. Ah nein, ich hab doch das schon geklärt mit den beiden Jungs, Schmocki, Jungs, Lukas. Stimmt, wo ist überhaupt dein Babysitter hin? Wo ist dein Babysitter hin? Hey, was soll denn das? Wie frech bist du denn jetzt geworden, Alter? Ey, wie redest du? Entspann dich mal. Eine ganz normale Frage hier, nicht aggressiv werden hier. Also, die Angst kannst du in der Haus nehmen. Wie, warum? Ich hätte gerne einen Fight zwischen Lukas und Denergy, da würde ich zahlen für. Also ich würde jetzt, Kian, würdest du auch was zahlen? Ey, ich sag dir ehrlich, da gebe ich hier, guck mal, da hast du sogar ein bisschen hier von mir ein paar Steaks. Jungs, wir haben doch das geklärt, ich habe mich doch entschuldigt, Alter. Bro, aber du sagst doch gerade zu Lukas, warum bist du so frech? An die Leine mit dir. Seht ihr nicht, wie er redet? Also, boah, bitte nicht mit der Axt auf mich, denn bitte. Ey, die Axt aus der Hand, Kollege. Hör mal zu, Denergy. Pass mal auf. Was? Kianis. Was? Ich habe das nicht getan mit den Schilden und es tut mir leid, dass ich eure ganzen Kühe getötet habe. Aber so wie Lukas hier respektlos gerade redet, so lasse ich nicht mit mir reden, okay? Warte mal, er hat unsere ganzen Kühe gekillt? Hä, wusstest du das gar nicht? Ach, ich dachte, er hat nur so einen Zweig. Er hat alle gekillt?
Alle außer eine, das ist noch schlimmer eigentlich als alle. Einfach was? Eine dagelassen, eine einsame Kurte dagelassen. Und du hast alle unsere Kühe gekillt? Entschuldigt, das muss man natürlich sagen, ne? Schmocki! Also entschuldigt. Warum ist Lukas so nachtragend, Alter? Ja, hä? Verdammt, du hast eine Kuh. Warum hast du die ganze Axt in der Hand? Ja, weil ich mich beschützen muss hier vor euch dreien, Alter. Der hat auch sein Schwert hier draußen. Und ich hab eine Faust in der Hand. Ja, komm, ich nehme mein Boot in die Hand, okay? Jungs, guck mal, ich will mich einfach offiziell jetzt bei euch entschuldigen und das war's, okay? Ich möchte hier nichts mehr mit euch zu tun haben. Ey, ich sag ganz... mit uns zu tun haben? Also, du bist unser Nachbar, wie soll das denn funktionieren? Du kannst gerne umziehen, ne? Dann kannst du dich daran halten, aber so funktioniert das nicht, Kollege. Guck mal, also ich werde mit euch zu tun haben, wenn ihr Lukas sie mal ein bisschen in eure Fittiche hier behält und nicht mich hier so beleidigt, okay? Bro, erstmal Lukas auch mal ein bisschen beweisen, verstehst du? Also ich möchte nicht so wie akzeptieren. Ich will nicht so werden wie du, Bro. Also ich will hier keinen Aufpasser haben. Lukas hat dich doch nicht einmal beleidigt, Bro. Du hast die Kühe gekillt, wir sind einfach ein bisschen sauer und ich frage dich doch einfach nur, ob du die Schilder warst. Und du sagst, du hast die Schilder nicht gepackt. Ich war das nicht mit den Schildern, Mann. Aber ich weiß, wer das sein könnte. Wer? Mini-Zombie. Achtung, Lukas! Lukas, nicht sterben! Jetzt ist er auf einmal korrekt geworden, oder was? Warte mal. Also nochmal zwei. Oh mein Gott. Wow! Hilf, Jungs, die packen wir, die packen wir. Macht euch keinen Kopf. Die Dino-Krieger. Einfach nur die Beine. Crit Damage. Oh, Lukas, komm her. Wir kämpfen gegen ein Dino zusammen. Komm, wir killen ihn zusammen, komm. Ja. Okay, sehr gut. Ja, du nicht! Du nicht! Okay. Das war ein gutes Abenteuer. Du meintest gerade, du weißt, wer es sein könnte. Wer denn? Ja, ich weiß, wer es sein könnte. Wer? Ich habe gehört, dass so ein Spion war bei mir letztens im Haus. Und die Leute in den Kommentaren haben geschrieben, dass es Blaze war. Und ihr müsst aufpassen auf den Typen. Der Typ ist voll, keine Ahnung, der macht alles, was man ihm sagt, Alter. Der ist wie so ein Hofner oder sowas. Blaze? Der ist doch nur Schwachsinn. Der möchte nur von sich ablenken schon. Nein, ich habe wirklich sowas gesehen, Mann. Guck doch in meinem Video, das war ein Spion. Und der war wahrscheinlich auch in eurem Haus. Ey, tust du mir einen Gefallen, bleibst du kurz hier, wir halten eine kurze Besprechung. Ja, ich muss aber auch gleich direkt los wieder. Nicht lange, wir brauchen nicht lange. Okay. Da oben wartet noch. Ey, Lukas. Ja. Ich hab ihn gerade gesehen. Komm mal, warte, wir shiften. Schmocki, komm. Okay, und pass auf vor dem T-Rex. Wenn der T-Rex kommt, bist du tot, weißt du. Okay, ich bin draußen, ja. Ich sag dir ehrlich, ich kann dem nicht vertrauen. Was sagst du? Können wir ihm vertrauen, Jungs? Von Anfang an war ich halt der Meinung, dass er halt die ganze Zeit aufgezwungen geredet hat und seine Entschuldigung nicht echt war. Und da musste die dann auch wiedergekommen und sowas. Also, dass er überhaupt alleine jetzt aufgetaucht ist, irgendwie schon ein Wunder für mich. Also ich glaub dem irgendwie kein Wort, der hat doch keine... Klar, er hat gerade geholfen, aber es war halt ein Baby-Zombie. Aber ansonsten, ich weiß, der kommt hier mit Axt an, denkt, wir greifen ihn an. Aber wir haben ja noch nicht eine Sache gegenüber denen gemacht. Er hat ja unsere Kühe getötet. Wir haben nichts gemacht, die nicht angegriffen, und er kommt hier mit Axt. Ja, gut, das ist doch kein freundliches Beieinander sein, oder? Wir haben sie spioniert, das muss man natürlich sagen, ne? Alter, aber... Nee, wir wollten doch nur fischen gehen, hä? Also ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja. Also Leute, im Grunde genommen müssen wir trotzdem was gegen ihn tun, okay? Der wartet zwar auf uns, wartet. Ich habe eine Idee, kommt mal mit. Ey, Damagy! Hi! Hör zu, ich mach dir ein Angebot. Ja. Du sagst, das war Blaze? Ja, ich glaube schon. Wenn es Blaze dich war, nehmen wir dich gefangen. Einverstanden? Dann musst du bei uns leben. Wir genau. Machen eine kleine Hütte im Haus. Ja. Und waschen. Wir haben noch einen Keller für dich. Aber der wird das doch niemals zugeben. Wieso soll er es nicht zugeben? Weil es geheim ist. Ihr dürft das doch nicht sagen, dass ich das dann war. Hä? Aber wie meinst du das? Das verstehe ich jetzt nicht. Also Blaze darf doch nicht erfahren, dass ich ihn verraten habe, sozusagen, dass er der Spion ist. Dein Name wird gar nicht vorkommen. Aber ich sage dir, wenn das jetzt nicht war, dann nehmen wir dich gefangen. Einverstanden? Okay, ich bin mir aber nicht 100% sicher, ob er das war. Hä, du hast doch gerade gesagt, er war es. Ja. Bist du denn 100% sicher, dass du es nicht warst? Ja, 100%. Na, da bist du dir sicher, ne? Ich lege meine Hand ins Feuer. Okay. Alles klar, ey, dann okay, ich glaub ihm. Was sagt ihr? Also, es tut mir wirklich leid für all das, was ich getan habe, Kianis, Bro. Du weißt, wir machen kranke Songs zusammen. Denkst du wirklich, dass ich dich verraten will, Mann? Bro, du bist ein Verräter, ist das dein Ernst? Ganz ehrlich. Bro. Also, real talk. Okay, Leute, checkt unsere neuen Songs, habt deinen Spaß. Okay, Leute, ey, wir hörten, ich würde sagen, dann hören wir uns, ja? Energy, verschwinde! Verschwinde! Ey, Kianis, hör auf, so zu reden, sonst gibt's doch Probleme. Verschwinde! Verschwinde! Hey! Oh. Was war das? Was ist jetzt? Ey, wir sind 3 gegen 1, war kein Scheiß. Du hast nicht Tschüss, Nachbar, gesagt. Oh. Hallo, das gehört sich doch, oder nicht? So, tschüss, Nachbar, tschüss. Du weißt schon, das hier ist die coole Seite und da hinten, außer Avive, ist die schlechte Seite, also dein Bereich. Nein. Jungs, glaubt ihr dem? Ich glaub dem nicht. Ich weiß. Der wird uns sowieso immer wieder irgendwie betrügen oder.
verraten. Wir sollten ihm auf jeden Fall nicht spawnen erstmal. Das ist so der Nachbar, der durchgehend für Action sorgt, aber man weiß nie, ob die Action gut oder schlecht ist, deswegen... Meint ihr... Er hat uns ja seine Kindheitsstory erzählt. Er ja, lässt immer Leute betrügen. Sollen wir mal... So ein Pick bei ihm. Sollen wir mal zu Blaze gehen? Blaze? Ja, Mann. Ich hab mit dem Typen, ich hab den, glaube ich, ganz am Anfang in der ersten Folge habe ich den kurz gesehen und sonst gar nicht mehr. Der hat doch gar keinen Zusammenhang mit uns. Habt ihr irgendwas mit dem überhaupt gemacht? Also irgendwie mit dem geredet oder irgendwas? Gar nicht, aber wenn er das war, weil ich weiß, warum er vielleicht recht haben könnte, erinnert dich noch, als wir auf der Insel waren, ganz am Anfang, wo Blaze dann aufgetaucht ist mit dem Boot und wir haben doch gesagt, er hat Lederrüstung und so. Erinnerst du dich noch? Wo wir ihm dann Ansagen gemacht haben und gesagt, wenn du kommst, hast du eine Ansage gemacht, Bruder. Ich habe nichts gemacht hier. Nee, ich glaube, sagt jetzt, ich bin schuld, dass hier irgendwer unser Haus kaputt machen möchte? Weil, ich war das? Ich habe Ansagen gemacht. Janis wollte Blaze kennen. Das warst du, stimmt, du warst das. Dann bügel das aus. Ja, aber ich geh da hin und entschuldige dich. Aber für was soll ich mich entschuldigen, Bro? Wir haben doch alle. Dass du ihn bedroht hast. Hey, Lukas, was laberst du gerade? Ja, bevor der unser Haus hier kaputt macht, Kollege. Ey, hör zu. Ich sag euch, er könnte es halt wahrscheinlich sogar sein. Er schreibt gerade, um was geht es denn? Es ist sehr wichtig. Nimmst du dir die Zeit oder nicht? Habe ich jetzt geschrieben. Leute, antwortet mir nicht. Ich habe keine Ahnung. Antwortet mir einfach nicht mehr. Kein Plan. Ja, wollen wir da einfach hinfahren? Ich würde sagen, wir besuchen ihn mal, oder? Zu Blaze? Ja, oder? Ja, von mir aus. Da will mein pinkes Boot. Ich weiß nicht, warum ich ein pinkes Boot habe, aber... Egal. Warum pink ist? Oh, Dino Krieger. Okay. Wisst ihr, wo er wohnt zufällig? Nee, du? Ich weiß nur, dass er irgendwo sich eine Insel geschnappt hat. Die Frage ist das die Insel da vorne? Weiß gar nicht, wo genau er ist. Da ist auf jeden Fall schon ein Haus gebaut. Boah, aber ich glaube, das gehört gar nicht hier. Wer hat denn diese Brücke da gebaut? Oh, ich glaube, das war IT, wenn ich mich recht erinnern kann. Ich weiß nicht. Wir brauchen einen Catchphrase. Was heißt das? Wenn du sagst Dino Krieger, okay? Ja. Ist irgendwas passiert. Entweder es schreit ein Dino oder wir schreien wie Dinos oder irgendwas. Irgendwas brauchen wir. Und hier wird abgebaut. Ey, Junge, wie lustig. Ey! Wo sind wir hier? Immer, wenn du Dino-Krieger machst, schreiten wir. Ja, oh, okay, ja, safe. Boah, das sieht die geil aus. Okay, Dino-Krieger! Ja, Lukas muss mitmachen. Sonst Lukas! Ich hab mitgemacht. Mann, hast du gleich gehört? Nicht? Nein. Okay. 3, 2, 1, Dino-Krieger. Nein! Nein, ist so. Ey, ich glaube, es kommt cooler. Ich glaube, es kommt cooler, wenn du ein Soundboard hast und dann so ein. Nein, ich find's cooler, wenn wir sagen. Ey, wo sind denn alle? Wir machen dann alle drei Dinos nach, okay? Warte, von links! Hä? Wer ist das? Das ist Timmy! Das ist Timmy! Ey, was wollt ihr von mir? Ich hab euch nichts getan, ja? Ey, Timmy! Timmy, du hast 10 Tode! Ja, das ist, weil ich ein Profi bin, guck! Ey, Timmy, ich muss dir was fragen. Ja, erzähl. Aber du darfst nicht lügen, okay? Nein, ich lüge nie. Ich komm grad nicht weg von meinem Boot! Ah, jetzt geht's. Hallo! Ey, was klaust du mein Boot? Mach gar nichts, hallo. Sag doch die Brand. Ja, okay, Boot, hier, hallo, hast du dein Boot wieder? Was ist die Frage, Bro? Nein, ich schenk dir das Boot, kannst du haben. Also aber mich interessiert, wie du 10-mal gestorben bist. Ich würde gern von jedem Tod eine Analyse haben. Ich sag dir ehrlich, meistens war das Yami, IT, nee, nicht IT, Ente, der Rabauke und Dinos. Timmy. Ja, Dino verstehe ich. Ich kenne dich ja schon mittlerweile ein bisschen länger, ne? Und ich weiß, du bist auch bekannt dafür, dass du mal ein bisschen so Terror ballerst und sowas. Deshalb ist meine Frage, okay, ich glaube dir, ich hab eine Frage. Warst du zufällig bei den Dino-Kriegern, das bedeutet in diesem schönen, schönen Gebäude da hinten, warst du da zufällig anwesend? Hast du da irgendwelche Schilder platziert? Nö, habe ich nicht. Was hast du in den letzten 5 Stunden gemacht? Ich war nicht mal online. Warum sind deine Hände da so dreckig? Weil ich gerade im Garten ackern war. Wer ist Osman? Mein Bruder, lass ihn in Ruhe! Ich hab keine Ahnung, okay, war es nicht, Jungs. Ich glaub. Alter, wir sehen uns wieder und du bist doch Schmocki, ne? Ja, genau. Ich hab dich im Auge, Alter. Ich hab einiges über dich gehört, ja? Was hast du gehört? Was hast du über ihn gehört? Sag ich nicht, tschüss! Hey! Nein! Hinterher! Nein! Das wird dein Eltern tot, jetzt rein! Was ist denn mit dem Kollegen los? Hey, Lukas, fahr mal weg, fahr mal weg, fahr mal weg, fahr mal weg. Was ist das denn? Da baut auf jeden Fall jemand. Okay, das sieht sehr schön. Wow! Und er hat sehr viele Kühe, wir können da vielleicht ein bisschen Leder mitnehmen. Oder? Ist das Army Space? Ich glaube, Army ist noch weiter weg. Was ist das denn? Da ist ein Schild, da ist ein Schild. Was steht auf dem Schild? Okay. Okay, wir können mal aussteigen. Wir klopfen mal. Das sind Leute im Wasser. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da vorne ist Blaze! Da sind wir doch! Was? Blaze ist hier?
Geradeaus da. Er steht aber da. Danke fürs Weizen, Kuss, Odo und André. Ja, grüßen Sie sich. Hallo, Schmacki. Heute Full House hier, Alter. Hä? Das ist wild. Junge. Ist das hier vorne? Ich hab keine Ahnung. Hey, hey, hey. Oh, genau dich hab ich gesucht. Wer ist das? Genau dich. Hey. Mein Herz hat mich zu dir geleitet. Warte mal ganz kurz. Seid ihr Freunde? Hallo? Na, stopp, 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 stopp. Guten Abend. Das ist die Spider-Man. Dino-Krieger. Oh mein Gott. Falls du es nicht verstanden hast, wir sind die Dino-Krieger. Okay. Cool, seid ihr... willst du mein Boot klauen? Willst du mein Boot klauen? Sag du auch einmal, Dino-Krieger. Das weg. Sag mal, Dino-Krieger. Dino-Krieger. Das ist unser Slogan. Ist vielleicht auf deinen Island? Ihr dürft, aber bitte macht keinen Blödsinn, ja? Warum ist da ein Creeper in deinem Boot? Den haben wir gefangen. Wir haben uns schon vorgestellt, aber wer bist du überhaupt? Ich bin Oduman, der... Und wem gehörst du an? Der neutrale Streitschlichter. Du bist ein neutraler Streitschlichter? Ja. Hast du zwei Hunde? Ich habe mehrere Hunde. Und die Kühe da hinten gehören dir? Das gehört auch uns, ja. Okay, Oduman, auch eine Frage von mir an dich. Warst du zufällig in den letzten Tagen unterwegs und hast zufällig ein paar Schilder platziert? Schilder? Wo warst du in den letzten 7 Stunden? Ich hab keine Schilder platziert. Willst du auf meine Insel kommen und mich anstressen, oder was? Warum sind deine Hände dreckig? Ich weiß nicht. Und wer ist Osman? Mein Bruder. Hä? Nein! Mann, Witz, wer ist Osman? Uduman von Süß hat gerade die Schaufel in die Hand genommen, wollte sich rächen. Er ist verwandt mit Timmy? Ich hab einen Speer. Nein, also jetzt Spaß beiseite. Ich bin nicht verwandt mit Timmy, geh mal weg. Wir hatten Stress mit denen. Du hattest Stress mit denen? Warum? Was haben also die gemacht? Wir hatten nicht Stress. Blaze hatte Stress und wir haben Blaze geholfen. Blaze? Weißt du, wo er ist? Ja, weiß ich. Wo ist Blaze? Kann ich euch nicht sagen. Warum kannst du das nicht sagen? Warte mal ganz kurz. Ihr seid auf meiner Insel. Ich bin derjenige, der die hier Fragen stellt, ja? Ey, Oduman, hör mal zu. Du hast zwar einen Hund, aber das bedeutet nicht, dass wir Katzen sind, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, was ihr meint. Aber warum sucht ihr Blaze und was sucht ihr? Aber du hast doch gerade gesagt, du bist neutral. Hör mal zu, Oduman. Also du lebst hier tatsächlich auf Love Island. Und Jan ist tatsächlich der Besitzer von Love Island. Okay. Ja. Und stehen tatsächlich 30% von deinen Gesamteinnahmen zu. 30, 35. 40. 40, stimmt, 40. Nimm mein Leben, wenn du willst. Nimm 100. Dürfen wir dein Leben nehmen? Du folgst uns jetzt einfach und du arbeitest für uns. Was? Genau, diese zwei Optionen hast du. Wir bezahlen dir auch ein gebratenes Sammelfleisch. Warte mal, ist das gerade das Richtige, was wir tun? Warum nehmen wir Oduman gefangen? Noch herausfinden, wer der Böse ist. Blaze ist... Wenn du jetzt hier reinguckst, in einem Cherry Blossom Gebiet, okay? Hier ungefähr lang? Ungefähr da lang. Da hinten, Jungs, da hinten, ich hab's gesehen. Sicher? So, sicher. Ja. Smoky, wir müssen alles uns klar, alleine treffen, sind wir okay? Brüder und wir ich komm dich nicht mehr besuchen nein. In 3 Wochen. Aber wir du kommst nicht mehr besuchen. Ich werde dich mal besuchen kommen, mit meinem Freund. Und dann werden wir mal reden, okay? Ey, Schmocki, ich weiß, was Oduman vorhat, aber Oduman, ich sag dir, wenn du das machst, hast du mich als Feind, Bro, und glaub mir, das willst du nicht. Lukas, komm, lass uns los! Okay. Ja, Oduman, war schön, mit ihm Geschäfte zu machen. Ja. Was versucht er da gerade? Hier hast du noch ein bisschen kleiner. Lass das bitte. Ah, okay, ich hab das Gefühl, der Hund mag mich mehr als dich, okay. Aber ich lass ihn nicht. Lukas, mal. Lass du uns gehen. Du kannst den Creeper haben. Schmocki, ja, let's go. Junge, hast du meinen Hund geklaut? Was? Schnell weg hier! Was? Wie, du hast deinen Hund geklaut? Bist du bei mir? Okay. Oh mein Gott, der Creeper ist doch explodiert. Das Krieg. Ey, das wollen wir doch gar nicht! Das gibt Krieg, Jungs. Oh. Hä, was ist passiert? Er hat meinen Hund geklaut. Hast du seinen Hund geklaut, Lukas? Nee. Hast du seinen Hund geklaut? Nee. Real Talk jetzt? Ich hab seinen Hund nicht geklaut. Er ist doch gekommen. Ich musste wieder loslassen, den Hund. Ey, Bro, warum packst du seinen Hund an? Hör, da ist Blaze! Was? Hallo? Klopp, klopp. Hier baut. Blaze. Hallo? Hallo? Hey! Klopp, klopp. Blaze! Was geht, Bro? Bro? Der nennt mich einfach Bro! Der nennt mich einfach Bro! Ich hab dir geschrieben, dass wir reden wollten und du hast mich einfach ignoriert. Hä, ich hab dir doch geantwortet. Hast du nicht?
Natürlich, ich hab dir geschrieben. Ich hab dir geschrieben, es ist... Um was geht es denn? Und was habe ich dann geschrieben? Es ist sehr wichtig, nimmst du dir die Zeit oder nicht? Und dann... Sorry, das habe ich... Das hab ich Blaze, hör mal ganz genau zu. Du bist gerade in Anwesenheit der Dino-Krieger. Weißt du, was das bedeutet? Was heißt das? Ich weiß es auch... hier irgendwas bauen. Ich weiß es selber auch gerade nicht. Wie geht es dir? Hallo. Wie geht's dir, Schmocki? Ey, Blaze, komm mal bitte da runter erstmal. Ey, ganz kurz, ganz kurze Sache, kommt ihr in Frieden oder nicht? Das ist die Sache, die wollen, das also wollen wir jetzt klären. Ey, erstmal wollen wir dir sagen, hör zu, Blaze, hör zu, ich war das nicht, by the way, war das nicht? Sehr stark, Lukas. Wir sind fair, okay? Die Dino-Krieger sind fair. Ja. Wir werden dich jetzt hier nicht zu dritt einfach umklatschen. Auf gar keinen Fall. Ja, aber was wollt ihr denn von mir? Mit dir reden. Es muss was geklärt werden. Okay. Weil du hast die Ehre meines Bruders genutzt. Ja. Hä, hey, was hab ich denn gemacht? Indem du den Kampf nicht eingegangen bist mit ihm. Ey, warte. Ja, sag du. Was für ein Kampf? Also, erstmal bleib mal stehen, Kollege. Ja, warum haust du? Ich will auch mit meinem Haus fertig werden. Ja, aber du sollst, wir reden doch gerade mit dir, das ist doch voll unhöflich. Ja, dann erzähl, was geht's denn? Es geht einfach nur... Was für ein Kampf? Warte kurz, unsere Frage an dich ist, guck mal, uns wurde gedroht. Uns Dino-Kriegern, meinen Bros und mir wurde gedroht. Ja, und ja, ja. Ein Spieler... Der, wo wir dachten, er wäre es, hat deinen Namen erwähnt und gesagt, dass du es warst und dass wir uns, dass wir aufpassen sollen wegen dir und dass du da irgendwie krumme Dinger drehst. Und deshalb sind wir jetzt hier. Niemand greift dich hier zu dritt an, gar keine Sorge. Wenn, dann wäre es eh ein 1 gegen 1, aber die Frage ist, warst du es oder warst du es nicht? Um was geht es denn überhaupt? Ich weiß von nichts. Was hast du in den letzten 7 Tagen gemacht? Na, hier, da hinten meine Base gehabt. Warum sind deine Hände so dreckig? Hä? Wer ist Osman? Ich bin Höhlenmensch. Wer ist Osman? Aber ich... Welcher Osman? Okay. Okay, du redest weiter, ich hab nichts mehr zu sagen. Was, Rudi? Du redest weiter, ich hab nichts mehr zu sagen. Hä? Na los, Schmocki, schieß los, und was geht's? Ja, also ich hab jetzt keinen, Hass gegen dich. Auf keinen Fall. Ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Also ich hab mit dem Ganzen, was auch immer das hier werden soll, nichts zu tun. Hast du bei uns Schilder platziert? Was hast du denn für Allianzen? Erzähl uns mal von deinen Allianzen. Ich hab keine Allianzen. Keinem. Keine, nein. Hast du uns gedroht? Ich hab nur so ein bisschen mit André und so, und da haben wir, IT haben wir, den haben wir, wie heißt das? Den haben wir in Gefängnis gesteckt, weil der mir meine Lederrüstung und so alles komplett geklaut hat. Okay. Aha. Und du wolltest dich bei wem rächen dafür? Wie bei wem rächen? Du wolltest dich dafür doch rächen, oder nicht? Bei Timmy oder was? Ja, was? Und ihr habt ihn nur ins Gefängnis gesteckt? Wir haben ihn nur ins Gefängnis gesteckt. Dann haben wir ihn wieder freigelassen, weil ich habe ja das Lösegeld bekommen. Eine Lederrüstung wieder. Und dann hat Timmy mich rausgefordert zu einem 1 gegen 1. Und du hast abgelehnt. Nee, ich hab zugelehnt. Das sieht man doch bei mir sogar im Video. Du hast verloren, ne? Nee, ich habe gegen ihn gewonnen. Junge, alles so komisch. Und er muss einen Tag Ja sagen. Also warte mal, sagst du, Timmy ist bisschen böse drauf? Also Timmy ist ein Lügner. Jungs, er hat uns verarscht. Es war Timmy. Oh, Timmy hat sich aber voll nett angehört. Er hat uns aber verarscht. Er war's. Hat er euch auf mich geschickt, oder was? Nein, es war nicht er, es war wer anders, aber wir haben Timmy auf dem Weg. Ist auch egal, wir haben Timmy auf dem Weg getroffen und der hat dann gesagt, wir haben ihm ein paar Fragen gestellt und er hat die alle verneint, aber jetzt, wenn du sagst, er ist ein Lügner, weil ich habe schon von vielen gehört, dass er viel lügt. Timmy ist Lügner? Guck mal, das Ding ist ja sogar. Ist Timmy, ich habe ja gegen ihn 1 gegen 1 gemacht, er hat es nicht mal hochgeladen. Als ob es nie passiert wäre. Leute, es war Timmy. Ey, Jungs, was machen wir? Habt ihr einen Plan? Wir haben Probleme auf jeden Fall, wenn es Timmy war. Warum? Ich sehe gerade, dass er anscheinend mit der Vibe und mit der Gurke verbindet. Oh. Kann ich euch irgendwie helfen oder so? Bro, dann war es Gurke auch. Die haben gelogen. Blaze, wir wurden hops genommen. Blaze. Wir werden von jedem nur angelogen. Blaze, du hast keinen Clan, richtig? Nein, ich bin komplett neutral. Okay, wir halten kurz eine Besprechung. Jungs, kommt mit. Was machen wir? Was also, sagt ihr? Fähig ist er auf jeden Fall. Was sagst du? Fähig ist er auf jeden Fall. Ja, also ne? Im Kampf kann der uns auf jeden Fall weiterhelfen. Der kann auch sehr gut bauen. Der nimmt sich auch, glaube ich, viel Zeit fürs Bauen. Aber ich weiß nicht, ob wir ihn von hier wegbekommen. Lukas, was ist deine Meinung? Auch unsicher. Die Frage ist, wir glauben ihm jetzt einfach, ne? Also, er sagt irgendwas und wir glauben ihm. Ja, Bro, wir haben halt keine andere Möglichkeit. Wir glauben ihm und wenn das war, dann werden wir ihn halt fertig machen, ne? Ich würde erstmal weiterhören, aber überlegen wir uns noch. Okay.
Was wollen wir ihm sagen jetzt? Wir weiterziehen. Vielen Dank für deine Information, oder nicht? Okay. Also, er hat ja nicht geantwortet. Blaze! War gastfreundlich. Ja? Also, wir überlegen uns das Ganze, ob wir die glauben oder nicht, weiß man noch nicht. Wir werden auf jeden Fall herausfinden, wer es war. Ich weiß nicht, um was es geht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, falls du die Wahrheit sagen solltest und wir das herausfinden, dann bist du bei den Dino-Kriegern herzlich willkommen, würde ich sagen. Oder, Jungs? Oha. Ja. Verjockel. Verjockel. Ja. Und das, jawohl. Habt ihr eine Base dafür, oder was? Boah, wir haben eine richtig fette, geile Base mit zwei Gebäuden schon und einer geheimen Kuhfarm und andere Geschichten. Ja, das ist wild, das ist wild. Ja. Okay. Ja, gut. Aber du musst natürlich erst einen T-Rex killen, um bei uns reinzukommen. Das stimmt. Echt? Ja. Ja, genau. Hast du das denn auch geschafft alleine? Klar. Hä? Ich hab's mit meinen Händen gemacht. Bro, ich hab ihn nur mit den Händen besiegt. Er hat drei T-Rex auf einmal gekillt. Mit den Fäusten. Boah. Der alte ohne Lederrüstung. Alphastein wurde von Timmy erschlagen. Oh mein Gott. Aber die beiden, ne? Die machen echt. Alphasteins 15. Tod. 15 Tode? Oh, Alter, mein Gott. Bodycount von 15. Das ist stabil. Krass. Das ist crazy. Wow. Okay, also, wir machen uns auf den Weg, ne? Ich wünsche euch viel Glück bei eurer Mission. Gracias. Tschüss. Ciao. Okay, Jungs. Schmuck, ich komm zu dir. Juhu. Jawohl. Wenn du dich in mein pinkes Boot baust. Na klar, ich liebe pink. Okay, Jungs. Ich habe keine Ahnung. Ja? Ich weiß nicht, wer es war, aber wir müssen auf jeden Fall rausfinden. Ich würde sagen, was halten wir davon, wenn wir unsere Zuschauer fragen, oder? Ja, ich glaube, die haben immer noch so viel besseren Überblick. Ja, vielleicht hat das sogar irgendwer in sein Video gepackt sogar. Oh mein Gott, das wäre so geil. Also, ich würde sagen, ich rede kurz mit meinen Zuschauern. Ich bin kurz gemutet, dann bin ich wieder bei euch. Yes. Leute, dann müsst ihr uns helfen. Ihr habt es gesehen, wir haben jetzt sehr, sehr viele YouTuber gefragt. Wer kann es sein? Lasst es uns bitte gerne wissen. Schreibt es in die Kommentare, wer es sein könnte. Und dann wünsche ich euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt wie ihr seid und bis dann.